So, meine lieben Siedler-Fans, willkommen zurück bei Siedler 1 Mission 27. So. Okay. Gut sieht's aus. Oder beziehungsweise zufriedenstellend langsam. Nicht verschrecken, hinten haben wir ein bisschen Chaos veranstaltet. Hey, sag mal, wieso finden eigentlich die Roten hier nicht mehr den Weg? Die sind so blöd, hey. Hier bauen wir gerade eine Goldmine, die wird wahrscheinlich nicht so viel abwerfen, aber ein bisschen, dass es reicht, unsere Gebäude mal zu besetzen hier. Mit Gold. Hier bauen wir gerade für unsere Werkzeug, also Werkzeugproduktion, weil wir brauchen noch ein paar Pickel, einen zumindest, und vielleicht noch eine Zange und einen Hammer. Weil da oben wird es noch benötigt, schätze ich mal. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel. Bis auf, ich möchte den Gegner eigentlich so schnell wie möglich platt machen. Weil mir gefällt die Karte überhaupt gar nicht, was wir hier haben. Und es wird auch immer schwieriger. Gut, 27, jetzt haben wir, ich denke mal, die Hälfte vielleicht langsam schon hinter uns gebracht. Wie viele Stunden sind wir jetzt schon dran? Erst 1,5 Stunden. Im Schnitt sind wir so 7 Stunden, 6 Stunden vielleicht oder so. Ja, so hier, glaube ich, so 5 Stunden wollen wir schon brauchen. 50 Stunden, wie übertrieben. Wer spielt 50 Stunden an einer Mission, ey? Boah. Voll gesponnen, Alter. So, da kommen unsere Baumeister. Beziehungsweise einer für da oben. Ei, ist Materialmangel oder was? Was geht denn ab? Die kriegen es gerade irgendwie nicht so gebacken, ne? Ja, guck mal an hier. Und wieso bringst du den scheiß Stahl... Wo trägst du den hin? Bring ihn doch hierher. Naja. Er trägt ihn einmal durch die Landschaft. Wieso nicht? Soll er's machen. Hier oben steht aber noch keine Waffenschmiede, du Arsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er wieder zurückholen wird. So, leicht verstopft hier. Deswegen habe ich da oben gleich mal noch ein Lager hingestellt. Beziehungsweise es wird hingestellt, weil sonst gibt es Chaos. Das sehe ich jetzt schon. Jetzt habe ich gerade gesehen, wie ein Geologe rein ist. Da kann man uns einen schnappen hierher. Der soll uns noch mal ein bisschen was suchen hier unten. Haben wir noch mal einen vielleicht? 4 haben wir. Junge, Junge. Schick mir hier noch 2 und hier noch 1. So. Wie sieht's aus? Ah, der hat hier alles. Aber jetzt so Eisen hat er nicht so viel, oder? Doch hier. Aber so wie es aussieht, hat er nichts zu fressen, der Arsch. Mann, ist der blöd. Der hat gar keine Landwirtschaft. Doch, hat er. Aber die haben alle nichts zu essen. Der hat zu wenig. Der hat so übertrieben mit den Minen. Oh mein Gott, das passiert mir Gott sei Dank nie. Also Essen haben die Leute immer genug. Ja, jetzt mal bei mir Oh, jetzt reiße ich gerade meine Fresse auf und schon sehe ich, dass da auch ein bisschen ein Mangel sein könnte. Tja, wie kommt denn das jetzt? Ich habe doch hier zweimal Feld. Liegt nicht an mir, liegt am Spiel. Ihr seht's ja. Oh. Wird bei mir nie vorkommen, habe ich gesagt. War eine Lüge. Sorry. Ja, da kommt bestimmt bald wieder Brot. Wieso fehlt jetzt hier Essen, Alter? Das gibt's doch nicht. Ach so. Weil hier alles so verstopft war. Okay. Klar, die haben sich geblickt im Rumtragen von dem ganzen Zeugs. Die haben nicht gewusst, wie sie rüberkommen zum Bäcker. Klar. War nicht meine Schuld. Schuld waren die Siedler. Nein, ich könnte die Wege etwas anders bauen, aber hier ist alles ein bisschen so eingeschränkt. Schwierig. Komme ich leider nicht besser hin. Egal. Was soll's. Er backt ja wieder. Guck mal, hier gibt's frisches Brot bald. Da können wir schon verbinden. Da können sie hier nämlich auch entlang laufen. Schön. Genau, da können sie es schneller runterbringen. Da brauchen sie nicht alles hier rüberlaufen lassen. Kriegst gleich wieder was zu essen. Keine Angst.
glaube, Eisen haben wir sowieso genug hier. Wieso bringen sie jetzt eigentlich gerade... Ach, ich weiß warum. Ich hab's zu früh eingestellt. Müssen wir da zurücknehmen hier erstmal, bis es fertig ist. Weil die haben jetzt gewartet mit dem Eisen. Klar. Bin ich doof. Alter. Und ich denke, warum bringen sie es ins Lager? Hey, lagert's wieder aus. Bringt's hierher. Normal müssten sie es jetzt doch wieder raustragen, oder? Bauholz wieder oben. Brauchen wir ganz viel. So, hier haben wir gar keine Möglichkeit für eine Festung. Das war's. Unsere Ressourcen sind ausgeschöpft. Wir können nicht mal eine Festung bauen. Oh Mann, schade. Naja. Bin mal gespannt, was die Geologen hier hinten noch finden. Ah, jetzt bringen sie die Stahlbarren wieder. Jaha, endlich. Gut. Scheiße. Da ein bisschen Mist gebaut. Ich muss warten, bis das Gebäude hier steht. So, Pickel 2. Ah, da kommt Essen. Sehr schön. Da kommt nochmal ein Brot. Hat er noch? Der noch zwei. Hat der auch noch? Der Granitmensch können wir eigentlich erstmal abkappen hier. Den brauchen wir nicht mehr. Den werden wir erstmal hier abschneiden. Weil sonst wird es zu viel. Den schließen wir sobald wir wieder brauchen an. Der frisst uns sonst alles weg hier. So, aber jetzt kommt wieder Brot. Gemütliche Musik. Wann habe ich denn das letzte Mal eigentlich den Originalton benutzt? Schau, schon eine Weile her. Oh je. Schon verdammt lange her. Hey, Alter, bring dir mal... auch Baustoffe darüber für die Mine hier. Oder wie sieht's aus? Ah, er produziert wieder. Uiuiui. 11 Leutnants und kein Hauptmann. Ey, ihr seid so knausrig in dem Spiel. Ich wäre mal froh, wenn es andersrum wäre. Der hat uns wieder überholt, der Sack. Aber jetzt kommt ja wieder Waffen. Jawohl. Sobald er mal laufen darf. Der geht auch wieder. Ui. Stahl. Oh, da ist auch schon einer drin. Und hier? Noch keiner. Kommt da einer? Oder? Fehlt ein Hammer, oder? Ich sehe... Ah doch, da ist er. Also Hammer müssen wir auch nochmal einmachen. Was noch? Eine Zange braucht der Gold, glaube ich, nicht, oder? Keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Die Zange braucht der und einen Hammer. Das weiß ich. Und der hat ja auch in der Hand, die Zange. So eine kleine pixelige Zange. Und einen Hammer. Das sieht lustig aus, wie der da drauf umschlägt. Der Mini-Siedler. Ein Hauptmann! Hier! Endlich!
sage, wenn der erste da ist, dann geht es nicht mehr so lange. Kommt, jetzt werden wahrscheinlich bald die nächsten Folgen. Das ist gut, das freut mich. So, dann können wir nämlich auch wieder auf zurückgehen. So, brauchen wir ja nicht mehr, die Leute hier. Toll, da sind nur Gefreite drin. Willst du mich verarschen? Wieso kommen jetzt meine Jungs wieder zurück? Schon fertig gesucht und kein Gold mehr gefunden hier unten. Echt jetzt? Ah, doch, hier ein bisschen. Also wird es sich lohnen, wenn ich in die Richtung was einnehmen würde. Zum Beispiel das da. 7 Mann. Ja, wird ja auch reichen, ne? Was habt ihr mit dem ganzen Holz vor? Ist doch nicht alles wie hier drüben, oder? Doch. So viel brauchen wir noch gar nicht. Verarschung, Alter. So. Naja, sollen sie es mal rübertragen? Der hier, der liefert hier auch noch ein bisschen was. Ich sag ja, Granit brauchen wir ja nicht mehr so viel. 56. Aber jetzt haben sie auch wieder was zu essen. Und der da oben liefert jetzt auch Gemüse. Der Bäcker sollte stetig was haben. Aber eigentlich, wenn ich es recht denke... Wieso trägt er das? Ich will es gar nicht wissen, wieso sie das hier rumtragen. Ist mir auch zu blöd, darüber nachzudenken. Mir ist wichtig... Ah, guck mal hier, das reicht sogar. Aber eigentlich... Ah, wenn wir das hier noch eingenommen hätten, ey. Dann hätten wir komplett hier in der Mitte bauen können, mittig. Meint ihr, das schöpft der aus, oder? Na, jetzt sind wir mal zufrieden, was wir haben. Oh, die kriegt sogar Eisen von unten. Und Kohle. Wow. Der wird mitversorgt. Krass. 100, 100. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Klar, wir haben ja auch im Lager liegen hier. Eisen. Kann er ruhig hochbringen. Sollen die auch mal was produzieren hier? Zwei Hauptmänner. Yes. So. Die könnten wir eigentlich hier reinholen, die zwei. Wenn wir jetzt hier angreifen, kommen die zwei raus nochmal. Und dann müssten die zwei ja nachrücken. Wenn ich mich jetzt mal hier nicht täusche. Wir können es auch mal versuchen. Ich hoffe, es funktioniert. Also wir können einzeln erstmal einer, dann den anderen. So, was haben wir denn eigentlich hier drin? Kein Hauptmann, hier haben wir normale. Ach, wir können aber auch... Wir haben ja nicht arg so... Wir können auch austauschen lassen. Weil so viele haben wir ja nicht an der Front. Da werden ja die Hauptmänner aufgesorgt von hier. Die zwei. Aber wenn er nicht da unten landet, ist auch doof, ne? Hm. Oh, ein Schmelzer. Ah, fertig. So, da haben wir die letzten zwei Pickel dann verbraucht, so wie es aussieht gleich mal. Null, müssen wir Pickel herstellen. Das ist ja schon mal richtig, jawohl. So, dann bekommt der jetzt hier voll. Das auch voll. Und die bekommen erstmal gar nichts mehr. So, dann macht er hier mal ein, zwei Stück.
dann können wir hier unten besetzen, bis der fertig ist. Gibt's einen reibungslosen Abgang? Auch nicht schlecht. So, da kommt schon das Eisen. Wie bringen sie es hin? Wieso bringen sie es nicht direkt? Ihr Wichser! Lauf doch... Oh, Alter. Hier ist doch ein Weg. Die bringen das immer über 1000 Ecken und Kanten darüber. Ihr wisst, dass das Nieder ankommt, oder? Oder wollen sie es etwa dahin bringen? Oh, das kann natürlich auch sein. Voll überfordert hier. Aber total. So. Zweimal Hauptmann. Wieso nicht mehr? Ah, jetzt bringen sie es. Ja, endlich. Hol das Eisen, du Arsch. Haben sie auch mal geschnallt, dass hier... Ah, Halle fertig. Lager ist fertig. Schön. Und die Schmelze auch. Ah, ich denke, das ist okay. Der holt sich das Gold hier. Oh, Hauptmann. Die werden doch nicht etwa angreifen wollen oder sowas. Na, na, na. Das spielen wir aber nicht mit. Drei. Hammer. Jawohl. Also austauschen. Laufen lassen. Im Prinzip müsste jetzt zwei rausgehen, ne? Für den Austausch und nur einer. Nur einer. Wieso geht er nicht hier hin? Arschloch? Egal, auf jeden Fall wird einer da unten landen. So. Naja, war schon nötig, dass die Austausch machen. Weil wir haben einfach noch zu viel Scheiße an der Front. Und bis dahin, bis die dann hier wieder gelaufen sind und alles so im Lot ist und ne... Werde ich mal ein kurzes Päuschen machen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao!